Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört. Herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Leute, ich habe die Lösung. Ja? Also wir stehen hier kurz davor, dass wir uns alle die Köpfe einschlagen, weil die einen sich impfen lassen wollen und die anderen nicht. Und es geht ja eigentlich im Hauptgrund darum, dass das halt das Gesundheitssystem und die Intensivbetten nicht überlastet werden, weil da ist ja einfach Not am Mann. So. Deswegen. Eine ganz, oder eigentlich ganz einfache Maßnahmen, bin ich dafür und fordere, dass wir zum einen Alkohol, Tabak und Zucker komplett verbieten, sowie den Fleischkonsum ganz stark rationalisieren. Das hört sich erstmal irgendwie komisch an, aber wenn man einfach mal guckt, die Auslastung der Intensivstationen ist halt so, dass über 90% gar nicht wegen Corona dort sind, sondern wegen was anderem. Und jetzt können wir wegen den 10% oder 5% waren es zum Beispiel 2021 nur, die mit Corona auf Intensiv waren, können wir uns jetzt gegeneinander die Köpfe einschlagen, wer sich impfen soll oder wer nicht. Oder wir setzen das eben von mir Erwähnte um und gehen dann nicht. Und schlagen uns nicht wegen diesen 5% die Köpfe ein, sondern tun einfach diese 90 oder 95% Auslastung mal senken auf, dass das vielleicht nur noch 60% sind. Ja, oder 70 oder 50%. Dann haben wir auf einen Schlag wieder ein funktionierendes Gesundheitssystem. Keiner braucht mehr Angst zu haben. Wir müssen uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Na, was haltet ihr davon? Das ist so eine gute Idee, oder? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer mich unterstützen möchte, schaut gern mal auf meine Webseite vorbei, www.tankifaktur.de. Da seht ihr auch, was ich sonst noch so treibe. Viele herzliche Grüße, euer Stefan.